Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 129. Wir sind immer noch in Nahegrand. Die Quests sind eine weiterführende Quest, beziehungsweise weiterschickende Quest. In die zu Wildemmer Feste. Das Wildemmer Feste nicht hier. Ja. Da sind wir aber nur etwas klein für, habe ich eigentlich gedacht. Und für Arena 52 auch, ne? Ja. Na gut. Oder dass es halt das jetzt angezeigt wird. Komische Sache. Naja, okay. Kaufen wir erstmal und kaufen jetzt erstmal leckeres Essen für unseren Wufti. Richtig hier. Nein. Das ist die falsche Abteilung. Da oben müssen wir hin. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich habe immer gerne gequestet den Nahegrand. Haben wir uns gleich auch den Flugpunkt, der direkt über uns ist. Es ist es oder so aus. Okay. Irgendwie, ist mich gerade wie im falschen Film. Süßes oder Saures ist doch eigentlich erst im Oktober und dann ist es noch Braufest. Naja, was soll's. Kriegen wir extra Essen hier. Da stehen noch keine. Pre-Event. Genau, kriegen wir nämlich auch bald Rezepte für uns. Hier, die kamen nämlich erst später dazu mit dem Tempo. Weil es Tempowertung eigentlich noch gar nicht gab vorher. Erst eigentlich mit der Insel Quel'Danas kam Tempowertung. Da sind nämlich alle ganz viele Magier vor allem damals auf Tempowertung gegangen. Haben alles umgesockelt, umgeskillt. Ja. Lustig, oder? Ich war eigentlich der Meinung. Also, nee, das machen wir nicht. Vielleicht macht es einfach nur schon angezeigt. Braufest gab es damals auch schon. Tun wir nämlich auch in den Schwarzfeld. Für die Düster. Die Quest für Dings. Ja, recht schnell hier da rein für den einen Typen, den man jetzt auch wieder killen kann. Ach, ich weiß es nicht, wie er heißt. Düsterbräu oder so heißt er. Irgendwie so. Auf jeden Fall, konnte man damals auch schon da rein. Dann hat man diese Fernbedienung bekommen, wo man direkt dahin gebohrt worden ist. Aber naja, egal. Zumindest haben wir dieses Saures bekommen. Dass es hier noch keine Erfolge gibt. Fast hinfällig. Ganzen Dinger zu sammeln.
Aber ich habe das eigentlich immer gerne gemacht. Die ganzen Welt-Events. Vor allem nachher gibt es ja auch diese Stäbe, wo man einen verwandeln kann. Habe ich auch noch ganz viel auf der Bank. Vor allem, wenn man ein etwas jüngerer Spieler ist, kennt man die ja noch gar nicht. Und die halten ja eigentlich das ganze Jahr. Ich habe teilweise halt noch von BC, weil ich ja nicht immer alle Charakter gleich spiele. Denkt man, oh, was haben wir denn da noch auf der Bank? Ja, wenn heute schon Dings ist. Ich meine, im Oktober fängt das erst an. Aber ich guck nachher mal und dann kriegen wir das schon raus. Pschu, pschu. Daran soll es nicht hapern. Unseren Freund mal heilen, weil er tot ist. Tolle Stelle ausgesucht, ne? Das ist zu futtern. Ich kann da theoretisch noch nicht so viel anfangen. Aber das erhört hier nur die Zufriedenheit, die wir rausgefunden haben. So. So. Jetzt den nächsten schnappen. Piu. Steht denn da Wildrock? Blödes Vieh. Was hast du jetzt davon? Jetzt bist du weg. Ist denn hier noch ein Wildrock? Nö. Nicht so wirklich. Wir sind Talbox. So gut, da müssen wir noch ein paar Killen von. So. Ja, genau. Das können wir abgeben. Da kriegen wir, ich glaube, in der Mitte nämlich eine Tasche. Wenn wir genug haben davon. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Aber die droppen überall in allen Tieren. Oder in allen Mobs, die in Nahkran sind. Da kann man nachher einen mit zuschütten, mit dem Schrott. Trinken wir mal was. Vor uns mit unkrepiert. Was ich cool finde momentan halt am aktuellen Add-on, dass man mehr Tiere als drei haben kann. Ich glaube, wir können ja nur drei haben. Dass die Vielfalt etwas schöner ist, aber gut. Damals war das so, ne? Zack, zack, zack. So. So, wie sieht's bei unserem Begleiter?
Karte aus. Nicht ganz gut. Ja, das nächste, was wir machen, ist große Ausdauer. Was hat der wirklich nötig? Der hat nämlich nur 4000 Leben oder so. Ja, knapp 5000, aber das ist ja eigentlich nichts. Wie verfehlt. Das kann man erzählen. Verfehlt. Sagen wir, die sind doch nicht viel größer als wir. Manchmal klappt es direkt und manchmal nicht. Situationsabhängig, glaube ich. Dann haben wir Akro-Ping-Pong. Nichts für uns, das ist halt das Tolle am Ledern. Da kann man den wenigstens ledern, aber jetzt nix dergleichen. Unser Leder machen. Ja, dann gucken wir, ob wir Dings hinbekommen. 20 Stück. 20, 320 hinbekommen. Theoretisch würde ich sagen, ist das ja gar kein Problem. Wir brauchen ja nur hier die Kacke machen. Ich würde sagen, wir machen davon 5 Stück. Ist lustig, wir machen hier von 4, wenn das geht, machen wir davon nur 1, dann können wir das nämlich noch verkaufen. So. Also als Set verkaufen. Man kriegt ja auch einen Bonus. Und geht dann die Trefferwertung. Das ist nämlich cool. Wenn wir dann so lange irgendwas gucken, ja, passt. Wenn ich das Atlas etwas aktualisiert habe, sieht es auch schon viel besser aus. Dann können wir direkt mal gucken. Schwarzfelstief, genau, das ist das. Obwohl Sammlungen. Die Welt-Events. Welt-Events. Ja, gut, da steht nicht von. Ne? Theoretisch ja nur Braufest. Sogar 2 Stück. Den hab ich. Ich
Mittlerweile ist es so, wenn alles essen und trinken vom Office ist, auch Erfolg. Hier, das ist jetzt Spielzeug. Hatte ich auch lange in meiner Tasche. So, die Hosen haben wir. Noch eine Hand. Schon mal das Ding holen. So lang wird das ja auch nicht dauern. Ja, passt. Zack. 320. Sehr gut. Dann können wir nämlich als nächstes zum Lehrer laufen. Und uns das neue Rezept für unsere Hose holen. Ich wollte sagen, wir ziehen die an, aber das lohnt sich ja gar nicht. Und sagen, wir machen uns auf den Weg schnell. Den Flugpunkt haben wir ja hier. Und holen uns ein neues Rezept für eine neue Box. Schnell was verschicken. So, haben wir nämlich direkt ein bisschen aufgeräumt wieder. Sehr gut. Zeug. Ach so, da kann man gar nichts verkaufen. Hier kann man verkaufen. Das kann man nicht verkaufen. Ups. So, sehr schön. Ja, gut. Schnell zum Lehrer. Kurze Welt-Events. Baufest. Hier gibt es nämlich immer diese Trinkets, die es mittlerweile, also die es immer noch gibt. Und die sind dann momentan 810 Item Level, also gar nicht mal so schlecht. Da gibt es nicht mehr die komische Maschine. Mal gibt es auch so eine komische Maschine, wo du drauf drückst, dann direkt dahin quasi, wo das dann hingebohrt wird. Dem Schwarzfeld. Oh, ich weiß gar nicht. Hier irgendwo ist das. Oder? Nee. Das ist falsch. 25. Schmiedekunstpläne. Das Ende. Ich meine, hier irgendwo war das. Das ist ja auch eine Band, wo man dann auch Musik hören kann, wenn man das damals gemacht hat, das Event hier. Haha. Wir haben tolle neue Sachen. Lalalala. Jawohl. Stiefel haben wir schon, ne? Ja. Kriegen eine neue Hose. Ist die richtige, ne? Ja. Irgendwas Falsches herstellen.
Sehr schön. Schuppenbrust. Ich glaube, das kriegen wir erstmal, ne? 35. Juhu. Kriegen wir dann 20 Ausdauer von. Pff, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, gut. Dann haben wir etwas Neues, Schönes zum Anziehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und wieder als Let's Play WoW. Ich denke mal, dann sehen wir uns direkt in Nahegrand wieder am Flugpunkt. Dann braucht ihr den Flug nicht mitbekommen, weil der ist ja eher Fahrt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.